Hello, hello, hello. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Ich habe mal gerade noch den Impuls, hier mal rasch live vorbeizuschauen, bevor gleich das Live-Q&A, das erste in der Lebensfreude-Lounge, stattfindet. Falls du noch nicht angemeldet bist, ist bis eben übrigens noch kostenfrei, in der Lebensfreude-Lounge dabei zu sein, jeden Freitag 8:30 Uhr. In den Tag tanzen, in den Tag starten mit guter Motivation, und da gibt es auch immer noch ganz, ganz wertvolles Input von mir. Und einmal im Monat gibt es ein Live-Q&A auch noch, wo ich da auf die Fragen eingehe von den Teilnehmern. Wie lange es noch kostenfrei ist, kann ich dir nicht sagen. Ich lasse mich da leiten. Wenn heute der Impuls da ist, ab morgen kostenpflichtig, dann werde ich den Impuls folgen, aber bis eben ist der Impuls noch da, so das als Geschenk dir hier weiterzugeben, die Lebensfreude-Lounge, weil das auch mal mein Baby vor vielen Jahren war, und das habe ich jetzt wieder vor ein paar Wochen ins Leben gerufen, und das macht so viel Freude, das kommt auch so wunderbar an. Die Teilnehmer sind so begeistert und so voller Energie dann auch anschließend. Genau. Ich würde dir gerne ein paar Impulse schenken, und von der Überschrift konntest du es auch schon lesen. Das vermutlich größte Hindernis auf dem Weg zu deinem Seelenplan. Was meine ich damit? Ich kenne das alles nur noch zu gut von mir aus meinem früheren Leben. Du gehörst wahrscheinlich auch zu denjenigen, die sehr vielseitig interessiert sind, die sich schon ganz viel Wissen angeeignet haben. Wissen angeeignet haben im Hinblick auf die Naturgesetze, im Hinblick auf das Unterbewusstsein, im Hinblick darauf, wie wir Menschen ticken, wie wir funktionieren, wie wir unsere Lebenswirklichkeit uns erschaffen und, und. Und vielleicht bist du ja sogar schon haupt- oder nebenberuflich auch in dem Bereich unterwegs, aber es läuft alles nicht so rund. Und bist, vermute ich auch, zum gewissen Teil auch schon sehr bewusst unterwegs, dass du auch mehr oder weniger mit dem Universum vielleicht schon kommunizierst, Fragen stellst, Antworten bekommst, wie du es schon merkst, wie du vom Universum geführt wirst, und wenn du eine Frage hast, Antworten bekommst und dich dann leiten lässt. Ja? Das Ding dabei ist, und das ist so eine ganz feine Gratwanderung, mit dem Wissen, was wir uns angeeignet haben, zu all den Dingen, die ich gerade erwähnt habe, können wir mit unserem Bewusstsein und mit unserem Unterbewusstsein selbst wunderbar, ich sage jetzt mal, bewusst wirken, mitarbeiten. Also Dinge in uns erkennen, die lösen, loslassen, um nächsten Schritt zu gehen. Wo aber, und das ist wie beim Eisberg, das meiste in uns verborgen ist, was uns daran hindert, von A nach B zu gehen. Also wirklich die Geldenergie zu empfangen, wirklich die Klarheit zu bekommen zu der eigenen Mission, wirklich die absolute Klarheit zu bekommen zur Vision, die du mit hierher gebracht hast. Also Mission und Vision, da gibt es auch nochmal Unterschiede. Selbstbestimmt und frei zu leben und ja auch zu erlauben, wirklich diesen Weg zu gehen. Die meisten Themen, wie beim Eisberg, sind da im Unbewussten verborgen. Also ganz tief, noch eine Etage tiefer als das Unbewusste. Und das sind Dinge, wie der Name es schon sagt, das ist unbewusst. Da kommen wir selbst nicht ran. Wir sehen zwar dann so die Führung und wir lassen uns leiten und sehen vielleicht in der Buchhandlung ein Buch, genau mit dem Titel, wo wir denken, ja, da kriege ich jetzt die Antworten drauf. Oder es begegnet einem ein kostenfreies Webinar irgendwo oder YouTube-Kanal oder was auch immer. Das Ding ist, wir können das selbst im Unbewussten nicht lösen. Da braucht es einfach eine Begleitung von außen, von jemandem, die dort ist, wo du hin möchtest. Und nur die kann dir dabei helfen. Weil letzten Endes Wahrheit, und da spreche ich auch aus meinem früheren Leben, ich habe immer gedacht, kriege ich auch alleine hin mit dem ganzen Wissen, was ich mir angeeignet habe, kriege ich alleine hin. Nur an diese Schattenthemen, die im Unbewussten verborgenen sind, bin auch ich nicht rangekommen. Das geht nicht, komme ich auch bis heute nicht dran,
Deshalb eines der Gründe, warum ich immer Menschen an meiner Seite habe, die dort sind, wo ich hin möchte, damit ich von denen lernen kann, damit ich mit denen hinschauen kann, die mich einfach begleiten, weil das Leben abzugraden, nach oben sind ja nie Grenzen gesetzt. Und das ist so ein Hindernis, wo man sich selbst so im Weg steht und sich die Geschichte erzählt, ich kriege das auch alleine hin. Deshalb, wenn man radikal ehrlich zu sich selbst ist, mit der bisherigen Denk- und Handlungsweise, ist man ja genau da angekommen, wo man gerade steht. Das heißt, mit der weiteren bisherigen Denk- und Handelsweise kann man ja nicht wirklich dort ankommen, wo man hin möchte, weil sonst wäre man ja schon dort. Ergibt irgendwie Sinn, oder? Also das mal zu deiner Ermutigung, Einladung, diese Schranke aufzumachen, das Wissen und all drumrum, was du dir schon angeeignet hast, wo du selbst schon Themen gelöst hast und. Wunderbar, feier dich dafür. Nur wisse, die Themen, die im Unbewussten verborgen sind, die dich bis eben daran hindern, wirklich absolut Next Step in dem freien, selbstbestimmten Leben, wie auch immer das für dich ausschaut, auf welchen Ebenen auch immer, beruflich, privat, gesundheitlich, finanziell, da kommen wir alleine nicht hin. Ich erreiche meine weiteren Ziele mit dem ganzen Wissen. Ich bin seit 18 Jahren in der Richtung unterwegs. Ja, erreiche ich auch nicht alleine. Auch da braucht es wieder Menschen, die dort sind, wo ich hin möchte. Weil ich stehe jetzt hier. Vor Jahren stand ich da. Da hatte ich andere Mentoren an meiner Seite als jetzt. Und ich werde wahrscheinlich auch in 2, 3 Jahren nochmal andere Mentoren an meiner Seite haben als die jetzigen. Es sei denn, die entwickeln sich so enorm weiter, dass ich sage, wow, mit denen kann ich auch nochmal Next Step erreichen. Ergibt das irgendwie Sinn für dich? Also das wollte ich dir unbedingt mal mit auf den Weg geben, damit du jetzt auch diese Schranke aufmachen kannst und dir auch erlauben kannst, wirklich da weiterzukommen in deinem Leben, wirklich von A nach B zu kommen, wirklich da mal anzukommen in diesem Jahr, wo die Reise denn hingehen darf. Und wenn du von mir lernen möchtest, wie das funktioniert, irmgard-ponder.de/Begleitung, du findest auch hier in der Nähe irgendwo den Link dazu. Schau, was dich da anspricht. Es gibt so viele verschiedene Varianten, sei es von der Lebensfreude-Lounge, um mich eher mal näher kennenzulernen, direkt in die Akademie zu hüpfen, wo wir in 3 Monaten deinen Seelenplan fix in der Tasche haben, deinen Seelenberuf daraus kreieren oder auch eine 8- bis 10-monatige Begleitung Soulmate Life, wo wir auch wirklich dein Business komplett auf ein Level stellen, dass du deine Community auch aufgebaut hast mit mehreren tausend Menschen, die dir folgen, die dir jedes Wort von den Lippen ablesen, die nur darauf warten, dass du dich zeigst und von dir begleitet zu werden. Also, oder auch Geldmindset erstmal auf ein anderes Level bringen. Schau, fühle in dich hinein, was ist da jetzt genau das Richtige? Meld dich an oder trag dich ein erstmal zum kostenfreien Beratungsgespräch, wo wir schauen, wo stehst du, wo möchtest du hin, damit wir dir da auch eine Empfehlung gerne mit auf den Weg geben. Und dann bin ich gerne an deiner Seite, auf dem Weg, wie du dir es erlaubst. In diesem Sinne, hab noch einen schönen Abend. Wir sehen uns. Ciao, ciao.